So ist es. Ja, wenn ich hier alleine bin und Langeweile habe, schaue ich mir ab und zu mal die Seite an und sehe hier die Lücken. Sorry. Okay. Hier, schau mal. Das ist der alte Banner 2022, da sind wir jetzt schon drin. Ja, frohes Neues. Jetzt können wir eigentlich diesen Banner ändern. Da müssen wir noch weitere Banner wechseln, damit wir hier was Frisches haben. Okay. Was machst du jetzt? Das regt mich auch auf. Manchmal dauert das viel zu lange. Aber eins muss ich sagen, die Seite von 5.11, die ist auf jeden Fall schon mal schön. Wieso? Die benutzen die ganze Bildfläche. Ah, ja. Das könnten wir eigentlich auch bei uns Das stimmt. anwenden. Wir nehmen das ja wirklich nur bis zur Hälfte. Nicht ganz. Oder nur zwei Genau. Drittel. Tja, das sind also Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Da, dieser Sale-Bereich. Ich kann mich daran erinnern, das Ding ist schon seit 2 Monaten drin. Das müsste eigentlich schon Warum denn? raus sein. Normalerweise sollen die Angebote auch jeden Monat raus. Okay. Damit der Kunde immer was Neues sieht und nicht immer das Gleiche. So, dass sie wirklich nur einen Monat ersichtlich sind und danach nicht mehr. Genau. Naja. Und übrigens, die YouTube-Videos. Wir bekommen da so viele Kommentare und auch hier auf Instagram. Da denke ich mir manchmal, ich müsste alle Kommentare lesen Machst du das und auch nicht? beantworten. Aber wenn wir das wirklich machen würden, Okay, bei der dann Anzahl. würden wir zu unserer Hauptarbeit oder unserer Tätigkeit gar nicht kommen. Stimmt, ihr habt ja auch mehrere Videos mittlerweile. Hier, schau mal. Da waren wir auf dem Schießstand. Ups. Nee, Mit klappt nicht. Manu. Okay, kann ich dir doch nicht zeigen. Alles gut, ich sehe das auch so. Das war mein kleines Bild vom Laden. Jetzt sieht der Laden ein bisschen größer aus. Oder wir haben ein bisschen mehr Platz gewonnen. Wir haben ein paar Regale umgebaut. Ja, im Laden ändert ihr ja immer was. Oder regelmäßig. Und mit den YouTube-Videos, ja, da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Was denn? Wir haben viele Waffen, aber im Outdoor-Bereich haben wir so gut wie gar nichts. Das stimmt. Im Autobereich solltet ihr mehr machen. Erst recht auch Kajak. Ja, das könnte man auch machen. Warum macht ihr das nicht? Aber was meinst du, Schrägschuss? Sind wir zu tief in die Materie reingegangen? Ihr macht schon mehrere Waffen. Oder eher Bereich Waffen? Ja, schon, aber ihr solltet mehr im Bereich Textilien machen. Textilien? Ja, aber macht mal wirklich Was mehr willst du an Textilien, Textilien Klamotten. zeigen? Das ist doch. Soll ich zeigen, wie man eine Hose oder einen Pullover anzieht? Das Ja. sollte man doch wissen. Nee, nee, nee. Ihr habt ja 5.11-Klamotten. Ja, okay, hast du recht. Wir haben sogar. Nee, die sind ja taktisch aufgebaut. Die haben Okay, Taschen oder hast recht. Rucksäcke von Tasmanian Tiger. Die kennen ja nicht alle die Features. Das können wir mal Die machen. solltet ihr zeigen. Vor allem, was mich gewundert hat, wir haben hier mal so ein Video gemacht bezüglich Messer. Taschenmesser, Klappmesser, ja. Das Messervideo fanden ja wirklich viele cool. Genau, daran erinnere ich mich. Na, guck dir mal diesen dicken. Kennen. Ich muss mal wieder anfangen zu joggen, ey. Meinst du, das bringt was? Aber egal, neues Jahr, neues Glück. Dann gib Gummi. Wir werden es mal sehen. Mal gucken, ob wir das wirklich hinkriegen. Das Jahr ist kurz. Vor allem hier unter diverse. Was ist denn da? Aber du siehst mal die Lücken, ey. Oder die Fehler. Hast du auch recht. Irgendwann macht es keinen Richtig. Spaß mehr, nur noch die Lücken oder die Fehler zu sehen.
Sieh mal das Positive an der Sache. Aber guck mal, das Gute ist, wir haben sogar hier solche kleinen Fahrzeuge, wo die kleinen Kinder sich draufsetzen ja. können und dann mit rumfahren können. Auch nicht schlecht. Ja, wir haben auch sehr viele Drohnen oder 3D-Drucker. Das sind Sachen, die man von Kurt24 vielleicht gar nicht erwartet. Es gibt einige Kunden, die wissen das schon. Aber ihr habt ja... Und die Auswahl ist halt recht groß. Okay. Über 27.000 Produkte. Und da kriegst Produkte. Du für jeden irgendetwas. Das ist wahr. Schaust du auch mal zu Hause auf die Seite? Ja, natürlich. Eigentlich täglich. Oder jeden Abend auf jeden Fall. Ja, jagen. Jagen. Das ist auch so ein Thema. Solltest du mal wieder machen. Mal gucken. Irgendwann müssen wir wieder damit anfangen. Wir haben ja viele Einladungen. Und dein Grill? Der steht auch schon lange leer. Ja, der verrostet bald. Das Ding hast du lange nicht mehr genutzt. Richtig, den müssen wir mal wieder heiß machen. Ich zeig dir mal eine Waffe. Ja? Dann kannst du damit auf die Jagd gehen. Okay. Und dann können wir irgendwann deinen Grill wieder nutzen. Ja, komm. Zeig mal. So, schau mal. Ich habe hier eine neue Waffe für dich. Was ist das denn? Eine Sauer oder eine Blaser? Nee, ist keine Sauer und auch keine Blaser. Das ist eine Brenner. Richtig, das ist die Brenner. Ja, ich habe die Bedienungsanleitung vergessen. Genau. Die BR20. Ja, die kenne ich doch. Hä? Woher kennst du die denn? Vom Video, von gestern. Stimmt, wir hatten ein Video darüber. Genau. Genau. Hier, nimm mal. Ja, die sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und die hat ja 869 gekostet. Dafür ist sie ganz in Ordnung. Ich habe schon sehr viele Reviews darüber gesehen. Und auch ein paar Freunde, die damit geschossen haben. Zumindest mit der anderen Brenner. Mit dem Polymerschaft. Die sind alle zufrieden damit. Aber hast du nichts anderes? Die kenne ich ja. Das ist jetzt nichts, was mich umhaut. Okay, warte. Ich habe eine andere Waffe. Die dürftest du gar nicht kennen. Die haben wir schon länger im Shop. Aber die ist bestimmt nicht bei dir angekommen. Schau mal, das ist die Janik Elfendigger. Hat Mündungsgewinde, also kannst du da auch einen Schalldämpfer zur Not drauf schrauben. Für einen Jäger als Fangschusswaffe auf jeden Fall sehr gut. Holster ist auch dabei. Du hast sogar noch zwei Magazine. Aber das machen wir einfach in einem anderen Video. Tschüss.